Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich glaube, man muss zu diesem Zeitpunkt der Debatte auch mal den Leuten draußen im Land und den auch vielen jungen Menschen hier auf der Tribüne eines mal klar machen: Die gesetzliche Rentenversicherung, die umlagefinanzierte, ist grundsätzlich leistungsfähig, solidarisch und anpassungsfähig. Sie ist so, ich glaube, da können wir eigentlich alle klatschen. Sie ist so leistungsfähig, dass sie in mehr als 125 Jahren ihres Bestehens nur in einem einzigen Monat nicht pünktlich die Rentenzahlung geleistet hat, und das war der Mai 1945. Sie ist so solidarisch, dass sie die große Anstrengung der deutschen Einheit mit bewältigt hat. Wir hätten uns das auch anders finanziert vorgestellt, aber als System hat die deutsche Rentenversicherung das geschafft. Und sie ist so anpassungsfähig, dass sie auch das Leistungsspektrum weiterentwickelt hat. Beispielhaft sei hier nur die berufliche Rehabilitation genannt, wo eben die gesetzliche Rentenversicherung beispielsweise über Berufsförderungswerke, Neuausbildungen Großartiges leistet. Und ich glaube, das muss man zu Beginn hier noch mal meines Beitrags der Schwarzmalerei, die von der Fraktion Die Linke kommt, auch entgegenstellen. Und damit, mit dem so beschriebenen Spektrum, ist die gesetzliche Rente jedem kapitalmarktgestützten System haushoch überlegen. Manche neoliberale Ökonomen, die dann unter Beweis stellen wollen, dass doch auch der Aktienmarkt so genauso gut oder sogar noch besser die Alterssicherung übernehmen kann, nehmen dann gerne folgendes Argument. Sie sagen, in jedem beliebigen Zeitraum von 20 Jahren seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat der Aktienmarkt eine positive Rendite gebracht. 20 Jahre, ja. 20 Jahre sind nicht mal ein halbes Erwerbsleben. 40 Jahre, denken wir in diesen Zeiträumen. 60 Jahre, nein. Es kann 80 Jahre dauern, von der ersten Beitragszahlung bis zum letzten Schnaufer auf dem Totenbett. Das sind die Zeiträume, mit denen die gesetzliche Rentenversicherung, das Umlagesystem, operiert. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und deswegen zahlt die gesetzliche Rentenversicherung auch 90%, knapp 300 Milliarden Euro im Moment der Gesamtausgaben der Alterssicherung. Die kapitalgestützte Vorsorge ist eine zusätzliche, nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Und darum sollten wir uns manchmal vielleicht überlegen, ob wir nicht vom Drei-Säulen-System reden sollten, sondern besser vom Drei-Schichten-System mit einem Fundament. Und das ist die gesetzliche Rentenversicherung und darauf aufbauend weiteren Sicherungsbereichen. Und natürlich ist die Rentenversicherung gleichwohl nichts Statisches, was unverändert ist. Man redet ja auch immer gerne in der Öffentlichkeit vom Bismarck-System. Aber wenn die Versicherung weiter so wäre, wie sie zu Bismarcks Zeiten war, dann gäbe es sie gar nicht mehr. Die hat sich weiterentwickelt, und auch Bündnis 90 Die Grünen wollen sie weiterentwickeln und stabilisieren. Und was braucht es dazu? Ich will mich auf drei Kernpunkte beschränken. Wir brauchen eine vernünftige Einkommensversicherung. Das adressiert das Thema Rentenniveau. Wir brauchen eine verlässliche Armutssicherung. Und wir brauchen eine funktionierende Solidargemeinschaft. Und ich will mal mit dem letzten Punkt jetzt anfangen. Wir brauchen diese funktionierende Solidargemeinschaft. Und darum wollen wir die Bürgerversicherung. Aus zwei Gründen. Zum einen verändert sich die Arbeitswelt. Wir haben es mit neuen Formen von Selbstständigkeit zu tun, und dort drohen auch neue Zustände von Altersarmut. Und darum ist es eine sozial- und ordnungspolitische Aufgabe, hier den Kreis der Versicherten, zuerst um die nicht anderweitig abgesicherten Selbstständigen insbesondere, zu erweitern. Und der andere Punkt, warum wir eine Bürgerversicherung als funktionierende Solidargemeinschaft brauchen, ist, glaube ich, dass die Versicherten, die Mehrheit der Bürger in diesem Land, merken und es nicht gut finden, wenn sich Leute vom Acker machen, denen sie unterstellen, und häufig ist es ja auch so, dass sie in einer wirtschaftlich besseren Situation sind. Und darum wollen wir perspektivisch alle einbeziehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, da blicke ich auch auf uns, auch wir Abgeordnete müssen in die Bürgerversicherung. Und das wird
Und das wird viel ausmachen, wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass das, was wir hier beschließen, wir auch in unserer Renteninformation zu Hause sehen als Abgeordnete. Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Akzeptanz. Und Sie leider, das kann ich Ihnen nicht ersparen, von der Großen Koalition, haben in der vergangenen Legislaturperiode durch Sonderregelungen zu Honorarärzten, zu angestellten Anwälten, sogenannten Syndikusanwälten, die funktionierende Solidargemeinschaft, die besteht, ja sogar noch unterhöhlt und abgehobelt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Bündnis 90 die Grünen wollen. Dann brauchen wir diese Armutssicherung. Wer mehr als 30 Jahre lang in seinem Leben gearbeitet, Kinder großgezogen, Eltern gepflegt hat, vielleicht auch mal ein Jahr arbeitslos war oder zwei oder drei, wer eine halbwegs intakte Erwerbsbiografie hatte, aber nur sehr wenig verdient hat, muss mindestens 30 Entgeltpunkte, muss eine Rente oberhalb des Existenzminimums haben. Und wir sagen, dann müssen auch Ansprüche aus der Betriebsrente und Riesterrente geschützt sein. Die dürfen auf diese Garantierente nicht angerechnet werden. Und der letzte Punkt, den ich jetzt hier nur noch bringen kann, Einkommensversicherung, Frage des Rentenniveaus, da bildet sich ja ein neuer Konsens. Das finde ich ja schon mal gut. Der Arbeitnehmerflügel der CDU hat 45%, habe ich gehört, so angepeilt. Andrea Nahles schlägt 46% Rentenniveau vor. Wir werden in unserem Wahlprogramm beschließen und haben es beschlossen auf dem letzten Parteitag, das Rentenniveau sollte nicht weiter fallen. Das heißt, wir haben da sozusagen schon eine Orientierung, und die brauchen wir auch, weil sonst die Angehörigen der Mittelschicht, die brauchen wir für dieses System, nicht mehr erkennen können, dass ihr Einkommen anständig versichert ist. Aber natürlich muss man das vernünftig finanzieren. Und da machen wir verschiedene Vorschläge. Wir wollen die Erwerbsbeteiligung von Frauen weiter vorantreiben. Das Thema Zuwanderung kann ich kurzfristig, aber perspektivisch zur Finanzierung beitragen. Auch die Erweiterung des Versichertenkreises im Rahmen einer Bürgerversicherung wird zumindest helfen, den demografischen Buckel zu bewältigen. Und natürlich müssen wir auch die Voraussetzungen schaffen durch eine alters- und alternsgerechte Gestaltung der Arbeitswelt, dass wir besser und länger und gesünder arbeiten können. Und das ist eine Finanzierungsgrundlage, die es erlaubt, dass dann eventuelle weitere Beitragsanstiege sich im Rahmen halten. Und wir könnten sofort anfangen mit der Verbesserung der Finanzierung der Rentenversicherung, wenn wir nicht Dinge wie die Mütterrente aus Beitragsgeldern, sondern aus Steuergeldern finanzieren würden. Und auch da, muss man sagen, haben Sie wieder bei der Großen Koalition in den letzten 4 Jahren etwas versagt. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, die Rentenpolitik von Bündnis 90 die Grünen, unser Gesamtkonzept, was wir mit dieser Debatte vorgelegt haben, versucht, das Wünschenswerte, das Machbare und das Notwendige zusammenzubringen und nachhaltig zu entwickeln. Und in Anlehnung an unsere Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt würde ich da mal auf jeden Fall sagen, was wir hier vorschlagen, lesen Sie es nach im Internet, das ist ein heißes Ding. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat Dr. Martin Rosemann für die SPD-Fraktion das Wort.